There was a time in your life when you had no expectations. You saw the day before the sunset, blind in your eyes. Ja, Valencia, lassen wir schweren Herzens aus und gehen direkt Barcelona. Und ich muss euch etwas zeigen, da findet ihr. And I'm a Chris, I'm doing the job. It makes me feel like I'm ruling the world. Never hear the rain, my God, it's a shame. That's why I would give you the fame. Wie ihr gesehen, es sind noch 350 km bis Barcelona. Und wir kommen ein bisschen nach der 12 an. Aber einfach so durch Valencia zu fahren, ohne die Stadt anzuschauen, das tut uns weh. Das müssen wir nachholen. Kilometer später. Nach so einer langen Autofahrt haben wir beide mega Hunger gehabt. Also ist noch Pizza geholt und jetzt geht's dann pennen. Gestern Nacht erst nach der 12 Uhr angekommen und haben da einfach irgendetwas genommen, so eine kleine herzige Wohnung. Ist in der Nähe vom Flughafen. Wenn wir nachher nehmen, können wir die ganze Historie von Seat anschauen, die extra für uns aufgemacht wird. Okay, let's go. Da hat es auch eine Fabrik von Seat und es werden vor allem Chassis-Teile hergestellt. Es ist sozusagen die alte Fabrik von Seat. Gracias. You're welcome. And the laptop is here. Okay, perfect. Erstaunlicherweise durfte ich das Notebook nicht mit ihnen in die heilige Halle. Aber sonst alles Equipment. Das hier hinten ist das erste Seat-Modell überhaupt von 1953. Unglaublich. Und mega schön. Of course. Von diesem Auto gibt es wirklich nur ein einziges. Und ja, das steht da. Das ist mega speziell. Das Dach kann ganz weggenommen werden, dann ist das Cabriolet und es ist eigentlich sehr, sehr klein, aber es haben doch 6 Leute drin Platz, unglaublich. Es sind 800'000 produziert worden und es sind noch etwa 10'000 auf der Straße. What is your personal favorite Seat? Wow, it's a very difficult question, because there are a lot of cars. For me, the race cars, it's my passion. Hier hinter mir seht ihr den allerersten Ibiza, den es gegeben hat. Und er hat meinen Jahrgang. Wenn sie so ein Auto restaurieren, das jetzt wirklich nicht mehr so in einem guten Zustand ist, dann haben sie mehr als ein Jahr, sind das vierte, die das machen können. Und die Leute hier lieben da so ihren Job über alles. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure. Thank you for the time. Eigentlich hat der Chef von all diesen Autos nur 10 Minuten für uns Zeit gehabt, aber er hat sich über eine Stunde Zeit genommen. Danke vielmals. Ja, extra für uns ist noch der neueste und der älteste Seat neben dann angestellt worden. Now I'm following you by Instagram, okay? Cool. And I hope to see some things. Yeah. Thank you so much. Es war jetzt voll die Ehre, haben wir hier die historischen Autos anschauen können. Mega spannend gewesen. Man merkt, die Leute sind da mega mit Leidenschaft dabei. Und das haben wir wirklich gesehen. Das ist schön. Was ist unser nächster Stopp? We never know. Wir werden es sehen. Vor uns. Eigentlich nach uns. Aber für euch geht es schneller, bis ihr es wisst. Ja, wir fahren alles der Küste an. Und da sieht man etwas mehr als auf der Autobahn und es hat viele mega schöne Strände hier. Am liebsten immer gerade reinspringen. Wir sind jetzt an der Costa Brava und der Ivo, ein guter Freund von uns, der in Barcelona lebt, der hat uns das empfohlen. Und gesagt, da gibt es super Paella und super Aussicht. Tu nombre? Adrián. Adrián? Sí. Muy bien, sí. Adrián. Gracias. ¿Lo visitas?
Hey, dit is dus mega cool. Zum Treffen. Ja, genau. Unsere Vorspeise. Es schmeckt so gut. Ja, wir haben jetzt die Paella gegessen und die ist so gut gewesen. Das ist wirklich die beste Paella, die ich in ganz Spanien gegessen habe bisher. It was really good. Thank you. Wenn ich sage, das ist schön, dann heisst das. Heisst das, dass du es schön findest, aber trotzdem keine Ahnung hast? Schatzi hat uns ein Packzettel weggerührt. Mist. Figur ist wirklich ein Stopp wert. Also, wenn wir hier in der Nähe sind, unbedingt da. Altstadt, über die Altstadt schauen und in die Bucht gehen, das lohnt sich auf jeden Fall. Feine Paella essen. Was will man mehr? Bonjour, Papa! Bonjour, Madame et Monsieur! Wir sind gestern Abend spät angekommen, hier in Avignon, und haben ein Hotel gerade so neben der Stadtmauer gefunden. Und von da aus wollen wir die violetten Lavenderfelder suchen. Ich hoffe, sie blüht schon. Wir sind ein bisschen früher dran, aber vielleicht klappt es. Das wäre mega. Wir sind jetzt gerade im Tourist Office und haben nachgefragt, wo das schon am besten blüht, und die Chancen sind eigentlich hier am größten. Gehen wir mal schauen. Aber zuerst noch eine kleine Stärkung. Bäckereien sind etwas Tolles und Graues. Oh wow, das ist super cool. Die Chips sind so dreckig. Das kann da zu mitten in den Verkehr, und jetzt gehen wir schnell städtlich in die Arbeit. Ja, die Lavendelfelder sind leider noch ganz grün. Unsere Suche geht weiter nach der Viola. Ja, wir haben heute die ganze Provence abgesucht nach diesen berühmten violetten Lavendelfeldern. Und das ist das, was wir entdeckt haben, wo am weitesten oder am meisten geblüht hat und am meisten violett war. Und wir sind mega happy, haben wir da noch ein paar schöne Fotos gemacht. Ja, ich weiß, wir sind jetzt 2000 km gefahren. Wir fahren jetzt noch 800 km heim in die Schweiz. Und es freut uns besonders, dass du das Video bis zum Schluss geschaut hast. Wenn du irgendwelche Fragen hast, alles abonnieren in die Kommentare. Wir versuchen alles zu beantworten. Und ja, einen Daumen hoch würde uns freuen. Die meisten Channel wie YouTube oder Instagram kann man ein Glöckchen einstellen. Wenn du das drückst, dann verpasst du mich. Bis gleich, tschüss!